So, hallo. Schön, dass ihr da seid, was geht. Wie ihr eine Stimme schon ein bisschen hören könnt, bin ich ein wenig krank. Aber es wird schon wieder. Zumindest kein Corona und das ist ja schon mal die Hauptsache. So, wir gehen jetzt weiter hier. In dieser schönen Mission. Und schauen, was das Ganze mit sich bringt. Herum, was? Kurz Luft schnappen, hm? Nur kurz noch schaffen, genau. Ja, ich muss weiter, tut mir leid. Gibt's hier noch was Schönes? Aufgaben Heidelberg. Alles klar. Ist da oben? Ah ja, okay. Dann gehen wir nach da oben und schauen, was das Ganze mit sich bringt. Heilmittel im Angebot. Wir lassen dieses Feuer nicht ausgehen. Ist auch ein Heilmittel für meine Stimme, das wäre nice. So. Aufgabe abgeschlossen. Rücke ein Stürmer. Können wir gleich mal. Wir sonst noch was haben müssen. Nur die Haupt. Und Rücken pausiert. Das war's. Also haben wir jetzt nur die Hauptmission noch. Aber hier gibt es noch was. Hier gibt es noch neue Quests. Setzen wir mal den Wegpunkt dahin. Mach weiter Tempo. So. Hier drin. Aber wie kommen wir hier rein? Das ist die nächste Frage. Ah, okay. Es ist ein Tenakt-Spiel. Hast du jetzt doch Lust, aber auch andere Stämme spielen es? Endlich trinken wir mal ein Bier, hm? Bier, ja, sehr schön. Setz dich. Los, bring ihr einen Krug. Komm her. Ich hab nicht erwartet, dass du kommst. Seit wann tue ich, was erwartet wird? Ha, das ist der Funke. Feuer und Spucke. Feuer und Spucke. Feuer und Spucke. Ah, zisch durch wie ein Blasebalg. Wie ein was? Die Schmiede nicht, aber verdrängt eine Weile meine Probleme. Okay. Na, es ist besser geworden, seit du hier aufgeräumt hast. Aber Alwund tönt immer noch wegen seinem Konzessionsdekret herum. Wenn du das nicht weglegst, komm ich rüber und zeig dir, wo der Hammer hängt. Wie auch immer. Im Moment machen mir die Flüchtlinge aus Sonnenfall Sorgen. Dieser weite Weg. Wer weiß, was sie durchgemacht haben. Schattenkaja-Flüchtlinge? Was machen die denn im Schrecken? Ein neues Zuhause suchen, nehme ich an. Sie lagern bei einem alten Bergpfad, südwestlich von hier. Und genau das ist das Problem. Letzte Woche stürzte ein Sturmvogel auf die Klippen. Und Tolland Rheinleier ist seitdem auf die Bauteile scharf. Aber die Flüchtlinge versperren den Weg. Ihr Sonnenritual darf nicht gestört werden. Irgendetwas mit einem Düsterpfad. Hm. Davon habe ich sie noch nie reden hören. Ja, tja, diese speziellen Schattenkaja sind recht seltsam. Ja, okay. Aber insgesamt friedliche Leute. Nicht, dass Tolland das schert. Der holt sich die Beute auch mit Gewalt. Vielleicht könntest du sie überreden, ihr Lager anderswo aufzuschlagen. Donnerrücken. Welcher Donnerrücken? Also die Dornrücken im Schrecken. Dornrücken. In Wolle Potsdam. Du bist ein Schwein. Schlimme Viecher, diese Dornrücken. Sie waren eines Tages plötzlich da, rasten im Tal herum wie aus der Schmiede geschossen. Wir haben gute Leute verloren. Der Balg sei gesegnet, dass du sie erledigt hast und hier wieder alles läuft. Das hat Orwund einen Schlag versetzt.
Oh ja. Wenn wir sie doch nur endgültig vernichten und ihn aus der Stadt vertreiben könnten. Aber was nützen Alv und die Dornrücken im Schrecken? Ein Wort. Konzessionsdekret. Da niemand weiß, woher die Dornrücken gekommen sind, schiebt Alvin den Kaja die Schuld in die Schuhe. Na, er hofft, super. Genug alte Feindseligkeiten zu wecken, um mit einem Streik die Konzession zu erzwingen. Das ist sein letzter Strohhalm. Er versucht, die Arbeiter aufzuhetzen, seit er in die Stadt gekommen ist. Also das. Ich glaube, die Dornrücken kamen aus Alvins alter Mine. Na, der Funke könnte ein Feuer entfachen. Kannst du es beweisen? Ich arbeite dran. Bei der Schmiede. Gib mir Bescheid, wenn du sicher bist. Ich dachte, du wärst wieder in Freihalde. Tja, nach dem großen Kampf in Meridian ging ich zurück. Aber dort lief alles glatt, wurde nicht gebraucht. Dann hörte ich vom Wiederaufbau Fahrlichts und dachte, hier wird ein Hammer gebraucht. Seitdem schlage ich mich so durch. Du kannst doch wegziehen. Zurück in den Osten? Nee, glühende Schmieden vermisst man nicht. Außerdem muss sich ja jemand für die Belange der Arbeiter hier einsetzen. Kaja. Was weißt du noch über diese Schatten-Kaja-Flüchtlinge? Na, zunächst mal nennen sie sich nicht Schatten-Kaja. Zumindest nicht mehr. Sie sind andere Sonnenverrückte. Aber ob Sonne oder Schatten, sie sind friedlich durch und durch. Sie wollen wohl nur einen Ort zum Leben und beten und genug zu essen, um nicht zu verhungern. Also lagern sie bei einem Pfad, blockieren den Weg zu einem Sturmvogel und warten auf... was genau? Ich weiß es nicht, aber ich sag dir eins. Wenn sie klug sind, bergen sie ihn. Sturmvogelherzen sind wertvoll. Und wer es zuerst hat, ist nach Osseram Gesetz der Besitzer. Nicht, dass Tolland Rheinleier sich je um Recht und Gesetz scheren würde. Ist das denn Tolland Rheinleier? Wer ist dieser Tolland Rheinleier? Einfach ein Pfandleier. Er hat einen Laden hier. Lebt in Kettenkratz, seit es Kettenkratz gibt. Er ist ganz dicke mit Alvind. Die beiden sind eng wie zwei Briketts im Feuer. Tolland arbeitet für Alvind? Ha, Alvind denkt das vielleicht. Aber Tolland macht sein eigenes Ding. Und er ist kein Typ, der sich von ein paar Flüchtlingen um ein Sturmvogelbauteil bringen lässt. War okay. Was Alvind angeht. In dieser Gegend geht alles um Alvind. Wieso hat er hier das Sagen? Er war früh hier. Wie ein Eichhörnchen, das Nüsse wittert. Okay. Er wusste, der Wiederaufbau Fahrlichts erfordert Steine und Holz. Also verschaffte er sich in Hauptquell Geld von Investoren, die Rechte auf alles im Schrecken anmeldeten, das etwas wert sein könnte. Leider wissen alle, dass das hier Kaja-Land ist und der Sonnenkönig diese Rechte wirklich jederzeit zurückfordern kann. Deshalb will er unbedingt, dass der Magistrat ein Konzessionsdekret unterschreibt. Was für ein Dekret? Dieses Konzessionsdekret, was ist das genau? Und was hätte Alvind davon? Politik neuerdings. Eine Mauschelei, das ist es! Ein Erlass, der alle Osseram-Rechte im Schrecken unter Osseram-Gesetz gestellt hätte, obwohl hier Kaja-Land ist. Das würde bedeuten, dass die Kaja keinerlei Anspruch auf Erz, Stein und Holz mehr hätten. Keinerlei Risiko mehr für Investoren im Anrecht mit ihren Scherben ihre Geschäfte hier auszuweiten. Und da Alvind Anteile an allen Rechten hat, wäre er dann reicher als ein Plünderer im Schrotthaufen. Außerdem wäre Kettenkratz dann eine Osseram-Gemeinde. Und Alvind könnte sich genug Stimmen kaufen, um Präfekt zu werden. Er ist gerissen, das muss man ihm lassen. Wenn er weiter Druck macht, wird der Magistrat wohl unterschreiben. Nicht schlecht. Wenn es sich ergibt, rede ich mit den Flüchtlingen. Vielleicht machen sie den Weg frei. Ich danke dir. Sie haben es schwer. Da brauchen sie nicht auch noch Tolland. Ja, stimmt. Petra sagte, Tolland hat einen Laden hier in Kettenkratz. Ich könnte zuerst mit ihm reden. Dann tun wir dieses doch, oder? Stufe 4. Wir sind Stufe 3, ne? Ne, Stufe 6. Können wir machen. Ist kein Problem. Hast du genug von der Wildnis? Wieso spielen wir nicht eine Partie Streit? Ah, sie will Streit spielen. Das ist das. Aber wir könnten ja mal eine kurze Runde Streit spielen. Rotschopf, willkommen zurück. Das stimmt, wir haben ja neue Karten bekommen. Anfängerzeit.
Ah, ich wusste, ich mache eine Streitspielerin aus dir. Soll ich dir dieses Mal zeigen, wie man das Terrain eines Spreads zu seinem Vorteil nutzen kann? Ja, machen wir mal. Sind alle Arten Terrain, denen man bei einer Partie Streit begegnen kann. Zu wissen, wann und wie man sie optimal nutzt, kann zwischen Sieg oder Niederlage entscheiden. Das Terrain beeinflusst die Kampfkraft deiner Maschinen. Wie du weißt, wird beim Kampf gegen die Maschine eines Gegners ihre Kampfkraft mit deiner verglichen. Je höher die Kampfkraft deiner Maschine, desto mehr Schaden kannst du bewirken. Deshalb ist die Wahl des richtigen Terrains eine wichtige Strategie, um deinen Gegner zu besiegen. Nein, das ist schon mal was. Ich zeig's dir. Nimm die Figur da links und greife damit meine Maschinen an. Sehen wir uns jetzt mal die Kampfkraft deiner Maschine an. Kampfkraft ist die Summe aus der Angriffskraft einer Maschine und dem Wert des Terrains, auf dem sie steht. Weil deine Maschine der Angreifer ist, setzt sie 2 Punkte Angriffskraft ein. Außerdem steht sie auf einem Waldterrain mit einem Wert von 1 Punkt. Zusammengenommen hat deine Maschine also 3 Punkte Kampfkraft. Ja, C können wir. Deine Maschine steht auf Graslandterrain mit einem Wert von 0 Punkten. Außerdem greift sie nicht an, was bedeutet, dass keine Angriffspunkte im Spiel sind. Also beträgt meine Kampfkraft 0. Das heißt, deine Maschine kann 3 Punkte Schaden bewirken. Na los, probier's mal aus. Na geht doch. Also, die Wahl des richtigen Terrains verbessert nicht nur deinen Angriff. Sie kann auch helfen, deine Maschinen im Angriff zu verteidigen. Nimm deine Figur und platziere sie vor meiner zweiten Maschine. Ja, aber da ist auch mein Terrain schlechter. Setzt sie 2 Punkte Angriffskraft ein. Sie steht auf Grasland-Terrain. Dieses Terrain hat einen Wert von 0. Das heißt, die Kampfkraft deiner Maschine beträgt insgesamt 2 Punkte. Meine Maschine kann ihre Angriffskraft nicht nutzen, weil sie ihre Position verteidigt. Aber sie hat einen Höhenvorteil. Sie steht auf Waldterrain, das 1 Punkt wert ist. Das heißt, meine Kampfkraft beträgt 1 Punkt. Die Front meiner Maschine ist blau eingefärbt. Das heißt, der Punkt, den du angreifst, wird von Rüstung geschützt. Das bedeutet, meine Maschine erhält einen Extrapunkt, womit sie insgesamt 2 Kampfkraftpunkte hat. Wenn wir die Kampfkraft beider Maschinen vergleichen, wirst du sehen, dass du keinen Schaden anrichten kannst. Wenn, kannst du immer noch... Los, probier's aus und sieh, was passiert. Ha! Siehst du? Wenn du die Abwehr einer Maschine brichst, kannst du sie zurückstoßen. Sicher, beide Maschinen erhalten jeweils einen Schadenspunkt. Aber wenn du meine Figur aus dem Terrain wirfst, wird sie anfälliger für Angriffe. Nicht nur das. Okay. Wäre der Platz hinter meiner Maschine blockiert gewesen, hätte sie einen zusätzlichen Schadenspunkt erlitten. Und wäre meine Maschine von einer eigenen Figur blockiert gewesen, hätte diese Maschine ebenfalls Schaden erlitten. So kann man bisweilen mehreren Figuren auf einmal Schaden zufügen, indem man die Abwehr einer Figur bricht. Praktisch, oder? Jetzt mach weiter und beende deine Runde. Es gibt da noch eine Sache, die ich dir zeigen will. Na, da sind wir jetzt mal gespannt. Das muss ich jetzt noch antippen, oder was? Okay, wir haben gesehen, je höher das Terrain, desto mehr erhöht dies die Kampfkraft deiner Maschine. Es gibt allerdings 2 andere Terrains, bei denen es etwas anders funktioniert. So etwas nennen wir einen Abgrund. Nur fliegende Maschinen können dort platziert werden. Aber wenn du es tust, kostet dich das 2 Kampfpunkte, also pass auf. Das ist Sumpfterrain. Wenn du dort landest, verlierst du bei den meisten Maschinen 1 Punkt Kampfkraft. Außerdem unterbindet es für den Rest der Runde jede Bewegung deiner Maschine. Hier, ich zeig's dir. Nimm die Maschine links von dir. Siehst du? Jetzt kannst du dich erst wieder in der nächsten Runde bewegen. Oder du überlädst deine Maschine, um hinauszukommen. Gegner in der Nähe kannst du noch angreifen. Also bist du nicht komplett hilflos. Okay. Tja, ich glaube, das war genug Gerede von mir fürs Erste. Du wirst das alles bei deinem nächsten Spiel gebrauchen können.
Alles klar. Dann haben wir das Tutorial auch durch. Haben wir das andere Tutorial auch noch. Brauchst du noch mehr Tipps? Wieso erzähle ich dir nicht etwas mehr über die einzelnen Spielfiguren? Genau. In einem normalen Spiel darfst du wählen, welche Maschinen du auf dem Brett platzierst. Jede ist eine bestimmte Anzahl Setup-Punkte wert. Und du kannst für den Aufbau deiner Armee bis zu 10 Punkte ausgeben. Zu wissen, was jede Maschine mit ins Spiel bringt und deine Armee passend zu deiner Strategie aufzubauen, ist der Schlüssel, um Maschinenstreit zu meistern. Bei der Zusammenstellung deiner Armee musst du ein paar Dinge beachten. Zuerst einmal darfst du nie mehr als 4 Maschinen des gleichen Typs gleichzeitig auf einem Brett platzieren. Deshalb wählen die meisten Spieler ihre Maschinen auf der Basis, wie weit sie gehen können oder wie viel Angriffskraft sie haben. Aber ein echter Streitspieler achtet auf den Typ und die Fertigkeiten einer Maschine. Sollen wir uns das mal schnell ansehen? Nimm die Maschine da links von dir. Okay, reden wir über die verschiedenen Wege, wie eine Maschine ihre Gegner angreift. Oder auch ihren Maschinentyp. In deinen Notizen siehst du, dass diese Maschine hier ein Nahkampftyp ist. Das sieht man auch an der Form der Basis, auf der die Figur steht. Eine Maschine vom Nahkampftyp greift die ersten Gegner in Reichweite an und niemanden sonst. Das haben wir schon oft da gesehen. Also beweg einfach die Figur vorwärts, damit ich dir noch mehr zeigen kann. Ja, dann sind wir mal gespannt. Bisschen bewegen, ja. Klasse, jetzt nimm deine andere Maschine. Sie ist ein Schützentyp. Sieht aus, als hätten wir da eine Maschine vom Schützentyp. Das heißt, sie trifft nur den am weitesten entfernten Gegner in ihrer Reichweite. Bewegen wir diese Maschine vorwärts und beenden deine Runde, damit wir uns den Rest der Figuren ansehen können. Warum wir? Fangen wir mit dieser Figur an. Das ist eine Maschine vom RAM-Typ. Greife einen Gegner damit an und sie stößt die Figur zurück. Ungefähr so. Siehst du? Jetzt hat meine Maschine den Platz von deiner auf dem Brett erobert. Das ist eine gute Möglichkeit, deinem Gegner den Vorteil zu nehmen, wenn er sich in einer erhöhten Position befindet. Wir müssen uns noch eine weitere Figur ansehen. Oh, diese Figur ist wirklich eine Schönheit. Eine Maschine vom Sprinter-Typ. Wenn sie angreift, zieht sie zum Ende ihrer Angriffsreichweite und beschädigt alle Maschinen auf dem Weg, auch deine eigenen. Also sieh dir das Brett zuerst gut an, bevor du sie ins Rennen schickst. Du solltest dich auch vergewissern, dass sie den Angriff auf einem freien Feld beendet. Anderenfalls wirst du gar nicht erst angreifen können. Hier, ich zeig's dir. Lol. Schau, sie hat deine Figur sogar gedreht. Ein cooles kleines Ding, das du unbedingt in deinem Satz brauchst. Sieh mal in deine Notizen, da steht, dass diese Maschine eine von den Fertigkeiten besitzt, die ich erwähnt habe. Das sind eine ganze Menge. Und wir haben uns nicht mal alle Maschinentypen angesehen. Aber ich bin mir sicher, dass du wichtige Dinge erledigen musst. Also habe ich eine Liste gemacht. Danke dir. Darauf sind auch all die Tipps und Tricks, über die wir geredet haben. Ich denke, das sollte fürs Erste reichen. Wenn du ein richtiges Spiel spielen willst, sag Bescheid. Nein. Jetzt haben wir es zu teuer. Dann bis demnächst, Aloy. Bis demnächst. Warum werden mir denn jetzt 2 angezeigt? Achso. Wir müssen auch mit dem Typen hier reden, oder nicht? Oder auch nicht. Manchmal ist das schon ein bisschen verwirrend. Ach, hier drin sind die. Du bist die Maschinenjägerin, die Karja rausgehauen hat. So hat es noch nie jemand ausgedrückt. Was willst du? Du sollst oben bei den Klippen Flüchtlinge schikanieren. Das stimmt so nicht. Da oben ist Beute, ein Sturmvogel. Ich habe ihn selbst erlegt, mit der Harpune hier. War kein einfacher Schuss, muss ich sagen. Ich traf seinen Flügel. Er krachte in den alten Turm da oben. Ein schneller Tod. Wenn hier jemand Ärger macht, dann die dreckigen Schattenkarja, die mich nicht zu meiner Beute lassen. Aber du holst sie dir notfalls auch mit Gewalt? Nicht nötig. Die sind völlig am Ende. Vermutlich werden die sowieso demnächst verhungern.
Wir werden sehen. Ja, nicht wahr? So, hier ist jetzt dicht für Katscha, Freunde. Mach, dass du wegkommst. Was will der? Das soll das Gespräch gewesen sein. Sie sehen näher aus. Tja, du weißt besser als sonst wer, dass es da draußen gefährlich ist. Und nicht nur wegen der Maschinen. Ich bin Orduk. Das ist mein Trainingsplatz. Der beste Ort für Nahkampftraining diesseits des verbotenen Westens. Tja, wer würde im Kampf wohl gewinnen? Du, die Retterin von Meridian, Streiterin des Ostens. Oder das Fortdauern, Meister des Westens. Wer? Meister des Westens. Ein legendärer Tenakt-Krieger, der Meister der Meister. Es heißt, die Tenakt hätten Trainingsplätze wie dieser hier. So werden ihre Krieger so stark, verstehst du? Und nur wer auf dem Platz am besten ist, darf mit dem Fortdauern trainieren. Um das Fortdauern zu finden, müsste ich also Ausschau nach solchen Trainingsplätzen halten. Da stünde mir ein weiter Weg bevor. Von den Tenakt gibt es 3 Clans. 3 Clans, 3 Hauptstädte, 3 Trainingsplätze. Ich schätze, du müsstest sie alle besiegen, um mit dem Fortdauern zu trainieren. Das heißt, falls die Tenakt dich nicht sofort töten. Aber das ist Zukunftsmusik. Denn für den Augenblick biete auch ich dir Prüfungen für dein Kampfgeschick. Wer wäre mein Gegner dabei? Du? Ja, du bist die Retterin und all das, aber du musst erst alle anderen besiegen, um mich herauszufordern. Wir benutzen aber nur stumpfe Klingen und Übungspfeile. Sonst würden diese Trunkenbolde sich gegenseitig aufspießen. Du musst bis auf Speer und Übungspfeile alles am Tor zurücklassen. Aber keine Angst, ich passe auf deine Sachen auf. Also, was sagst du? Lust auf ein Training? Na klar. Warum nicht? Das höre ich doch gern. Ich muss sie jetzt tatsächlich erst alle machen. Dann tun wir das. Black Screen. Sehr schön. Habe ich das Spiel jetzt kaputt gemacht oder was? Das Spiel beenden wird. Ja, ich habe nur ein Black Screen. Was soll ich denn da sonst machen? Selbst die Retterin von Meridian braucht eine Herausforderung. Spiel eine Runde Streit. Ist euer Ernst jetzt? Aloy, bitte, setz dich doch. Dann mal los. Machen wir ernst. Das war's für mich. Ha, gar nicht leicht durch die Rüstung meiner Maschine zu kommen, was? Meinst du? Das war knallhart. Du hast mich.
Fair und anständig. So kann man sich auf jeden Fall ganz gut im Metallscherben holen. Hoffentlich bis bald. Nahkampfplatz machen wir nicht, weil das ist, wie wir gesehen haben, verbuggt. Da laufen wir mal hin. Ignorierst du mich wieder? Oh, ich könnte dafür deinen Rat gebrauchen. Wie oft denn noch? Das reißt einem den Arm ab. Du sagst das, als ob es... Tut mir leid, ich bin sofort bei dir. Das ist nicht nur eine schlechte Idee, das ist gemeingefährlich. Das ist eine Waffe. Darum geht's doch. Aber doch nicht für den Benutzer. Jetzt sei einfach still. Okay. Wo waren wir? Da. Gut, Du wirkst auf mich wie eine Frau, die immer nach neuen Waffen sucht. Habe ich recht? Eigentlich will ich... Ja. Holy shit. Kannst du das lassen? Ich hab hier eine Kundin. Ich bin keine Kundin. Ich hab's. Dreifaches Pulver. Und der Läufer lernt fliegen. Baboom. Ein Schuss reicht. Garantiert. Vielleicht doch. Dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Rotschopf. Wie wäre es, wenn du stolze Besitzerin des ersten maschinenverbesserten, explosiv wirksam maschinenvernichtenden und doch absolut sicheren Speerwerfers wärst? Wer sind die überhaupt? Aus der Gegend? Nee, aus dem Anrecht. Dad schickte uns her, um neue Chancen zu entdecken. Er sagte, wir würden sie schon finden. Klingt nicht gerade begeistert. Naja, noch einen Handelsposten für meine Eltern zu eröffnen, ist nicht gerade mein Lebensziel gewesen. Das kann ich mir vorstellen. Allein unterwegs zu sein, ist bestimmt schön. Okay. Also ist sie deine Partnerin? Mein Lehrling. Und meine Schwester. Ihretwegen sind wir hier. Es gab einen Vorfall. Noch einen Vorfall. Etwas mit Sprengstoff? Ba-boom! Und mit Dads selbstgebrautem. Am Tag drauf sollten wir gehen. Ha. Huh. Erzähl mir doch mehr über eure Waffe. Als Kind sah ich eine Schriftrolle von einem Kaja-Gelehrten, der nach Westen zog. Darin war ein Bild eines Tenakt-Kriegers, der mit einer Art Speerwerfer jagte. Effektiv? Ja. Einfach? Zweifellos. Als wir herkamen, fiel es mir wieder ein. Und ich bin kurz davor, dieses altmodische Werkzeug enorm zu verbessern. Ich will es perfektionieren. Mit Maschinenteilen kann ich die Wurfbahn verbessern und so das Geschoss schneller machen. Boomer meint dagegen, dass man das Geschoss selbst verbessern sollte. Mit explosiven Spitzen. Sprengstock. Warum nicht beides? Das könnte gehen. Ich brauche Teile, um mein erstes Modell geht's zu bauen. Ja morgen wieder. Zunächst mal brauche ich... Stürmerhörner. Intakte. Ja, genau. Du musst sie abschießen, bevor die Maschine zu Boden geht. Sonst zerbrechen sie. Aber die echte Neuheit, sag's nicht weiter, ist eine Reishornrippe. Östlich von hier gibt es eins. Jag es in die Luft. Boomer! Besorg mir alles und die Waffe gehört dir. Gut, abgemacht. Okay, suchen wir uns die Quest aus. Aufträge der Wumms. Mehr Wumms. Mehr Wumms. Mehr Wumms vor allen Dingen. Okay. Eine Aufgabe.
Ich müsste ja eigentlich hier entlang für die zwei. Wenn ich wäre mit Maschinenrüstung abschlagen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, meine lieben Leute. Und sonst alles gut bei euch. So froh, wenn wir reiten können. Dann sieht das Ganze auch wieder anders aus. Ja, okay. Was kommt in meinen Vorrat? Buma sagte, das Reishorn sei in der Nähe. Da ist das Reishorn. Um die Rippe zu holen, muss ich es erledigen. Wo ist es hin? Entdeckt. Ich muss hier weg. Seine Rippe holen. Ich habe die Reishornrippe, jetzt fehlen nur noch Stürmerhörner. Nun tun wir das schlecht. Oh, was habe ich so gemacht? Okay, jetzt haben wir es raus. Man muss vorbereitet sein. Okay. Hier unten sind die Stürmer, der Nome und sie. Aber ein bisschen Medic-Zeugs ist auch ganz wichtig. Oh, hier gab es einiges. Den nächsten. So.
sieht wie ein Lanzenhorn aus, aber mit gemeinerem Gewand. Ich sehe euch nichts, ich tue euch nichts, ihr tut mir nichts. Das war doch unser Deal, oder? Okay, hält er jetzt nicht dran. Eigentlich nichts tun, aber wenn du nicht angreifst, muss ich mich natürlich auch wehren. Ne? Da haben wir keine andere Wahl. Ich kann einen dieser Stürmer überbrücken. Ich muss leise sein, um die Herde nicht aufzuschrecken. Ist feueranfällig. Wir haben aber nichts, was Feuer machen kann. Na gut. Ich wollte ja eigentlich über Brücken gehen. Ich glaube, wir haben ein paar uns abgelassen. Ja. Dann müssen wir gucken, dass wir die jetzt so irgendwie. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Ich muss warten, bis der da weg ist. Ruhig bleiben.
Wo rennt er nicht? Muss hier irgendwas drücken, Spezialist? Ah, XP. Das ist echt sehr praktisch. Nein, ich muss absteigen und zu Fuß weiter. Ja, ich absteigen. Können die sogar reparieren? Dann habe ich jetzt gerade eben eine andere Quest gemacht. Immer Säure fallen. Ich kann die Maschine nicht überprüfen. Ich selber kriege von der Falle auch Schaden, okay. So, niedergestreckt. Ich muss die Hörner abschießen, bevor er umfällt. Da haben wir nicht drauf geachtet.
Alles von neu. Versuch. Kriege ich die Hörner dann ab? Ah, die Maschine sieht mich. Ich muss die Hörner abschießen, bevor er umfällt. Will sich alle drei haben. Ich habe alles, was Della und Buma wollten. Mal sehen, was mit ihrer Waffe ist. Das schauen wir uns jetzt mal an, oder? Sehr absteigen. Sei willkommen, Fremde. Sei willkommen. Den Blick kenne ich. Du hast alle Teile, nicht wahr? Bitte sehr. Hervorragend. Gib mir nur ein paar Minuten für den Prototyp. Ich nehme die Version, die meine Arme dran lässt. Danke. Hi. Hast du Maschinen hochgejagt für die Teile? Ja. Oder Banditen? Du stehst echt auf Explosionen, hm? Bitte sehr. Mit den Sprengstöcken? Aber klar. Ja. ist das sicher? Vermutlich. Krieg ich auch eins? Nein! Oh. Für dich machen wir noch was viel Besseres. Ba-boom! Ignorierst du mich wieder? Okay. Jetzt haben wir Sperre dazu bekommen. Ja. Seilwerfer. Aber Seile explodieren nicht. Oh,
okay. Sollten wir, glaube ich, auch ein bisschen haben. Okay. Aber ist es so, oder? Ach nee, wir haben klar, wir haben das. Trifft zuerst den Gegner mit einem Nahkampfangriff, um deine Speerenergie aufzubauen. So, es ist so die Attacke, oder? Wenn du vollständiger tippe, dann R2 an. Weil jetzt auch für Quests Haupt. Wir sollten erstmal und sind beide weiter weg. Also geht's jetzt weiter. Okay, wir kriegen die wirklich nur ein bisschen Gegner gepult. Schön, wieder Scherben zu verdienen. Danke, Referent. Bitte, bitte. Alles klar. Das Wildtier noch nicht mal gesehen und wir haben es gekillt. Da liegt es. Ja, das war's nicht. Scheiß drauf. Und für später zum Vorrat. Okay.
Diese Schattenkarja müssen echt einstecken. Die Leute einstecken. Da werden angegriffen. Hey, du da oben? Ich bin bereit. Hey, du da oben? Willst du nicht helfen? Nicht mein Job. Ich behalte das hier nur im Auge. Leute! Den habe ich gar nicht gesehen. Oh, verdammt. Sieht nicht gut aus, Leute! Ist mit einem Pfeil getötet. Der eigene Mann hat mich mit einem Pfeil getötet. Der Brustmahlzeit. Sieht nicht gut aus, Leute! Nee, nee, so einfach nicht. Keine Munition mehr. Schattenkaja nicht sicher. Das war der letzte. Ich sollte nach den Flüchtlingen sehen. Die Show ist wohl vorbei. Ja, die Show ist vorbei, das stimmt. So. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Genau.
wollte einsammeln, aber es geht natürlich nicht. Mal gucken, was sie jetzt zu sagen haben zu uns. Ist das schlimm, Lukascha? Sch, ruhig. Alles wird gut. Sind alle okay? Gebeutelt, aber nicht geschlagen. Unser Orden sieht einen weiteren Morgen. Bist du dir da sicher? Wir sind Entbehrungen gewöhnt, Nora. Wir haben das halbe Sonnenreich durchquert, nur mit dem, was wir am Leib tragen. Und sobald unser Sonnenpriester zurückkehrt, liegt unser Weg vor uns. Darauf warten wir. Ihr solltet lieber woanders warten. Deine Leute brauchen Schutz. Östlich von hier ist ein Kettenkratz. Ja, das wissen wir. Savoha sagt, sie sei nicht passend für uns. Wer? Unser Sonnenpriester. Unser Orden ist weit gekommen, dank seines leitenden Lichts. Okay, und wo ist dieser Savoha? Er stieg vor 3 Tagen hoch zum Turm, um zu meditieren, und wird dort bleiben, bis die Sonne ihm den Weg in die neue Heimat weist. Der gefallene Sturmvogel ist ein Omen, sagte er. Und natürlich ist das so. Verstehe. Und wie lange wollt ihr hier auf ihn warten? Bis er zurückkommt. Er wird zurückkommen. Er muss. Ihr seid Schatten, Kaja, nicht wahr? Wir sind der Orden des Zwielichts. Der Unterschied ist, als der Thronräuber Awad seinen Vater tötete, flohen wir mit den Schatten Kaja nach Sonnenfall. Das Leben dort war schwierig. Savoha sah unser Elend, richtete uns auf, beschützte uns vor den korrupten Priestern und herzlosen Falken. Als ihre Herrschaft endete, führte Savoha uns aus den Schattenlanden. Die lange Nacht endet. Und die sinkende Sonne führt uns zur Erlösung, sagte er. Und er taufte uns Orden des Zwielichts. Wir zogen nach Westen für ein besseres Leben. Konntet ihr nicht zurück nach Meridian? Awad ist ein Vatermörder. Wir werden nicht vor ihm niederknien. Wir wandern im Zwielicht in unsere neue Heimat. Savoha wird uns hinführen. Aha. Da ist ein Osaram in Kettenkratz, Tolland. Er will den Sturmvogel da oben. Ja, er war gestern schon hier. Ein unangenehmer Kerl, selbst nach Osaram-Maßstäben. Er hat viele Drohungen ausgestoßen. Doch wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Alles schön und gut, aber er hat Freunde. Früher oder später taucht die ganze Bande hier auf. Savoha wird kommen. Das tut er immer. Wir müssen ihm nur mehr Zeit lassen. Ihr habt keine Zeit, Lukascha. Ihr solltet zusammenpacken und... Wir werden hier bleiben. Und niemand darf seine Meditation unterbrechen. Alles klar. Ja? Sie werden es versuchen. Euer Priester, Savoha. Er ist also schon 3 Tage da oben? Seine Meditation braucht Zeit. Dann macht er das öfter? Tagelang meditieren? Naja, normalerweise dauert es nicht so lange. Aber er wird uns schon führen. Das tut er immer. Wir glauben daran. Aber eine Bleibe scheint mir dringender zu sein. Okay. Sieh euch doch an. Die Maschinen hätten euch fast ausgelöscht. Und Osaram-Schläger beobachten euch bereit zuzuschlagen. Ihr seid hier in Gefahr. Ihr müsst Savoha holen und verschwinden. Die Situation. So schlimm war es noch nie. Ich weiß, wir können nicht hierbleiben, aber ohne Savoha, der uns führt, ich bin... Lass mich da hoch. Ich überzeug ihn, dass ihr weiterziehen müsst. Aber seine Meditation,
Wenn er noch keine Vision hatte, wird er nicht mitkommen. Lass mich wenigstens nach ihm sehen. Wenn er schon 3 Tage dort ist. Ja. Ja, das ist vernünftig, nehme ich an. Bitte, pass auf. Tun wir. Der Weg, der zum Turm führt, ist brüchig. Savoha ist stark, aber der Aufstieg war sicher nicht leicht. Das ist er selten. Das stimmt. Lass die Nora durch. Müssen wir gucken, wie wir da hochkommen. Ich sollte wohl hochgehen. Dann gehen wir mal hoch und gucken, was Savoha macht. Lukascha hatte recht. Der Weg ist in schlechtem Zustand. Ja, sagen wir mal schlechten Zustand. Ich glaube, ich kann die Balken erreichen, wenn ich gegen die Klippe springe. Okay, wie klettere ich jetzt höher? Haben wir herausgefunden. Die Leiter muss hinter Savoha gebrochen sein. Ich muss anders da hochkommen. Kriegen wir hin. Eine zerstörte Brücke. Vielleicht kann ich zur anderen Seite springen. Haben wir schon geschafft. Sehr viel Blut. Savoha? Da ist der Sturmvogel. Ich komme näher. Okay. Jetzt hier entlang weiter. Savoha muss sich vorbeigeschlichen haben. Ich kann mich vorbeischleichen. Oder sie erledigen. Sagen wir mal so, wir gehen an dem vorbei, wenn die Mucken machen wir so platt. Die Mucken. Shit.
Junge, Junge. Einfach ist anders. Ich geb nicht auf. So. Das waren alle. Nice. Also war auch gut, dass wir das hier geplündert haben. Dass wir die Leute hier die Roboter hier angegriffen haben. Ein Vorrat schadet nie. Lagerfeuer, da ist es. Er sieht schlecht aus. Die wahre Sonne über mir. Die wahre Sonne vor mir. Zeigt mir zur Abendzeit den Weg. Die wahre Sonne über mir. Du musst Savoha sein. Die wahre Sonne vor mir. Zeigt mir zur Abendzeit den Weg. Den kein Schluck. Oh, das ist eine schöne Idee für mich. Nein. Das Gefäß muss für die Vision völlig leer sein. Du brauchst keine Vision. Du brauchst medizinische Versorgung. Auf dem Weg hierauf habe ich gesehen, wie brüchig er ist. Hast du dich beim Aufstieg verletzt? Mein Schmerz. Er gehört zum Ritual. Also ja. Du bist schwer verletzt. Und deinen Leuten läuft die Zeit davon. Den Sturmvogel anzustarren bringt überhaupt nichts. Du begreifst das Omen nicht. Er fiel hier beim Signalturm. Ich muss nur den Düsterpfad sehen. Und meine Leute finden ihre Heimat. Was glaubst du, was hier passieren wird? Dass die Sonne dir etwas zeigt, wenn du lange genug hier sitzt? Glaubt er wohl. Neuen Heimat. Die gefallene Maschine bedeutet, dass der Sturm vorüber ist. Und Erlösung naht. Oder dass ein Osseram sie über einem alten Turm abgeschossen hat. Hör zu. Lukasha tut da unten ihr Bestes, aber Maschinenangriffe, wütende Osseram. Der Orden hat Angst, Savoha. Der letzte Glanz der Abendzeit wird die Angst auflösen. Ich glaube nicht. Ich glaube, deine Lunge ist verletzt. Gebete heilen das nicht. Die Sonne gibt mir Kraft. Und ich bin fest im Glauben. Der Blutverlust sollte dir mehr Sorgen machen. Deine Leute machen sich Sorgen um dich. Sie brauchen eine Bleibe. Sicherheit. Wahre Sonne über mir.
die wahre Sonne vor mir. Zeig mir zur Abendzeit den Weg. Ich glaube, du starrst die ganze Zeit deiner Erlösung ins Gesicht. Die wahre Sonne über mir. Ich muss zu diesem Sturmvogel und sein Herz holen. Ja. Und wie? Ein Sturmvogelherz ist viel wert. So viel, dass alle Flüchtlinge satt werden könnten. Und seine Antwort ist ein Sonnenstich und Gebete? Warum denkt jeder Priester, den ich treffe, dass blinder Glaube die Antwort auf alles ist? Weil das Priester immer so tun. Zum Glück haben wir viel Uncharted gespielt. Wir wissen, wie der Hase läuft. Außer jetzt. Obwohl. Der Osaram, der die Flüchtlinge beobachtet hat, will vermutlich Tolland holen. Ich muss sie hier wegbringen, bevor er zurückkommt. Alter, okay. Da. Mit dem Herz sollte der Orden eine Unterkunft bezahlen können. Etwas essen und frisch... dorthin zurück. Ich glaube, der ist tot. Savoha? Ja. Ich schätze, du hast dein Bestes getan. Ruhe in Frieden. Ich bringe deine Leute in Sicherheit. Ich sollte Lukascha informieren und ihr das Sturmvogelherz geben. Was? Oh je, der arme Mann. Nun an, nun an. Komm schon, mach doch keinen Ärger. Geht aus dem Weg. Nein. Was ist denn hier los? Ich will großzügig sein. Ich gebe euch eine letzte Chance. Macht es euch leicht und verschwindet einfach. Wir lassen dich hier nicht durch, Osaram. Wenn du ein Blutbad willst, liegt das auf deinem Gewissen. Wirklich typisch, Kaja. Immer müssen sie alles komplizierter machen als nötig. Okay, Jungs. Ihr habt's gehört. Macht euer Gewissen bereit. Moment mal, Tolland. Du schon wieder? Also, ich verliere langsam die Geduld. Ich hab den Sturmvogel abgeschossen. Die Beute gehört mir. Mir ist egal, wer mir im Weg steht. Nora, Wilde oder zerlumpter Schattenkaja. Ich hol sie mir.
Willst du das wirklich tun, Tolland? Du weißt, wer ich bin. Glaubst du etwa, dass ein einzelner Osseram es mit mir aufnehmen kann? Wir sind zu fünft. Ah, verdammt! Okay, du gewinnst. Ah. Hey, mir geht's super. Ich brauch die Beute ohnehin nicht. Aber diese Leute können jede Hilfe brauchen. Die bekommen sie auch von mir, halt Maul. Also los, Jungs. Zurück nach Kettenkratz. Ich brauche einen Drink. Ah, dann trinken die ein. Aloy, und wieder danken wir dir. Kein Problem. Bitte schön. Nimm dieses Herz. Kauf damit Essen, Kleidung, Unterkunft für dein Volk. Vielleicht sogar Land für eine neue Heimat. Ich... Das ist... So etwas entscheidet Savoha. Nein, es tut mir leid, Lukasha. Savoha kommt nicht wieder. Es tut. Ja, das ist hart. Aber dein Volk braucht einen Anführer. Geh nach Kettenkratz. Such dort die Schmiedin auf, Petra. Gib ihr das Sturmvogelherz. Sie kümmert sich um dich und dein Volk, bis du wieder auf den Beinen bist. Geh deinen Weg. Ich versuche es, Aloy. Was bleibt mir übrig? Hier. Bitte nimm das hier. Es ist nicht viel, aber hoffentlich hilft es dir ein wenig. Kann auch nichts annehmen. Dann auf nach Kettenkratz. Oh, 2 Wertigkeitspunkte. Dafür brauchen wir 3. Also das Ziel mit L2 und schieße mit. Okay. So, jetzt haben wir unser Mount. Verletzt. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Wäre es auch eine andere Mission? Nein. Außer diesen Nahkampf, aber das funktioniert ja irgendwie nicht richtig. Ach, wieder. Magier sind auch manchmal echt total irreführend. Achtung! Ich komme! Bin nur auf den Durchreißer lassen in Ruhe. Das sieht so irre schön aus. Teil des Sonnenreichs vor dem verbotenen Westen. Ein Kaja-Horn. Vielleicht heißt das die Gesandtschaft. Okay, ich muss rausfinden, wer hier das Sagen hat. Aber zuerst sollte ich Vorräte auffüllen. Vielleicht. Ah,
Retterin, sag mal, du bist nicht zufällig auf dem Weg ins Niemandsland, oder? Vielleicht. Wieso fragst du? Na, tja, offen gesagt, es gibt Schätze im Westen. Herrenloser Schrott und altes Metall. Und ich habe eine starke Truppe Plünderer, die sich dort auskennen. Hast du keine Angst vor den Tenakt? Doch, sehr. Aber ich mache die meisten Geschäfte im Niemandsland. Neutrales Gebiet und so weiter. Fahrlicht ist unser Zugangspunkt, wenn sie nicht gerade für Gesandtschaften schließen. Ich hoffe doch, deine Ankunft bedeutet, dass sie bald öffnen. Ich habe schließlich ein Geschäft zu führen. Ich will diese Gesandtschaft hier ebenso sehr wie du. Glaub mir, ich arbeite daran. Gut zu wissen. Und, vergiss uns nicht. Nein, tu ich nicht. Wenn du den Weg freimachen kannst, findest du unser Hauptlager gleich hinter Fahllicht. Wir kaufen jeden Schrott, den du hast. Und wenn du Maschinenteile brauchst, wir haben die besten im Westen. Garantiert. Okay. Also bis später. Wenn du die verdammten Tore öffnen kannst. Die Einzige, die diese Tore öffnen will. Beuteverträge. Okay, gucken wir es mal an. Aber wir machen hier noch. Wir schauen uns das hier um. Ich denke, dass ich morgen länger streamen kann. So, und jetzt wollte ich einfach nur mal Hallo sagen und wissen, dass ihr Bescheid wisst, dass ich noch lebe. Ich als Vorrat. Schauen wir uns auch hier an. Sieht eigentlich ganz nice hier aus. Echt jetzt, Retterin? Vielleicht hat sie den Tanz von den Otterern gelernt. Rüstung, Stil. Hier gibt es beides. Was ist das? Hier soll noch eine Quest sein, die gucken wir uns mal an. Da ist Erend. Ja, meine Herren. Unser Stichwort. Wird es so besser? Ich würde dich einladen, aber wer rettet dann die Welt? Lass mich raten. Du hast es eilig, also frag einfach, wenn du was brauchst. Wie ist es gelaufen, seit du heimlich davon bist? Nicht schlecht. Die Garde schlägt sich gut. Hat Abad nach dem Kampf gegen die Eklipse unterstützt. Nach einem Monat bestatteten wir Ursa im Anrecht. Dann kam der Auftrag, Wadis auf seinem Weg zur Gesandtschaft zu behüten. Ich dachte, das wird ein Kinderspiel, also ging es natürlich schief. Du wurdest überrascht. War nicht dein Fehler. Noch ein paar von denen und ich glaub's.
Also, konntet ihr Ersa bestatten, wie ihr es vorhattet? Ja, wir konnten wir. Viele Leute erwiesen ihr die letzte Ehre. Die Hälfte schuldete ihr Gefallen. Die andere sogar ihr Leben. Ja, am Ende tranken dann alle. Das wildeste Begräbnis aller Zeiten. Das hätte ihr sicher gefallen. Na, scheiße, ja. Scheiße, ja. Hätte alle unter den Tisch gesoffen. Was weißt du über die Gesandtschaft? Nicht viel. Nur, dass Abad sie unbedingt entsenden will. Er will partout Frieden mit diesen Tenakt. Aber wie ich höre, sind die nicht sonderlich erpicht auf Diplomatie. Sie lassen Klingen und Pfeile sprechen. Wenn du zu ihnen gehst, sei vorsichtig. Das könnte schnell übel werden. Ich werde dran denken. Hm. Was weißt du über den Ort? Nichts Gutes. Dorthin haben die Kaja die Gefangenen der roten Raubzüge aus dem verbotenen Westen gebracht. Die Glücklichen wurden zu Sklaven. Der Rest wurde zum Sonnenring in Meridian gebracht. Als Opfer. So ist es. Die Tenakt verwüsteten ihn, als sie die Kaja aus dem Westen verjagten. Irgendwie verständlich. Jetzt bezahlt der Wart Osseram, ihn wieder aufzubauen. Egal, wie viele neue Steine sie verwenden. Das Blut bleibt für immer. Na, okay. Ich sollte dann mal los. Lass dich nicht aufhalten. Aber willst du das wirklich? Ja. Die Welt retten. Bisschen viel für dich allein. Errend. Schon gut. Den Versuch war's wert. Also, was ich sagen wollte, wenn du mich jemals brauchst. Weiß ich, wo ich dich finde. Nächstes Mal hoffentlich nüchtern. Verlass dich nicht drauf. Pass gut auf dich auf, Aloy. Guck mal, ob es hier oben für eine Quest ist. Retterin! Nur du kannst helfen. Kanava. Sie ist Meridians Retterin, nicht deine. Nenn mich einfach Aloy. Was willst du? Niemand hört mir zu, aber... Die Eklipse. Sie sind im Schrecken. Ernsthaft, Kanava? Aloy ist es, die sie besiegt hat, und du nervst sie mit diesem Blödsinn? Einige sind wohl nach Westen nach der Schlacht bei der Flamme. Eine der Wachen, Laruvik, schlich sich fort und traf sich mit einem. Ich wollte lauschen, aber sie sahen mich, und dann wollte Laruvik mich töten. Ich wehrte mich. Es hieß er oder ich. Leider gibt es nichts Handfestes, das Laruvik mit der Eklipse verbindet. Und da Conover den Mord nicht bestreitet, verurteilte Nozar ihn zum Tode. Woher weißt du, dass Laruvik für die Eklipse arbeitet? Also, ich konnte zwar nicht alles hören, aber beide sagten das Wort Eklipse. Also für mich klingt das schon verdammt weit hergeholt. Man schreit Eklipse und schon entkommt man der Todesstrafe. Ich habe keine Angst vorm Tod. Aber wenn wir das ignorieren, werden auch andere sterben. Sag mir genau, was passiert ist. Vor Wochen schlüpften beim Schichtwechsel Eindringlinge durch das Tor. Bis wir das bemerkten, waren sie schon fast aus der Schlucht. Nozar wollte sie aber nicht verfolgen. Um die kümmern sich die Tenakt, meinte er. Nozar lässt sich nicht ablenken. Er straffte die Streifenpläne, tadelte die Wachposten und es ging weiter wie immer. Aber mir ging das nicht aus dem Kopf. Keiner von uns arbeitet schlampig, also ließ es jemand absichtlich offen. Und Laruvik, nun, er mault immer über Offiziere, aber bei der Sache blieb er still. Und nach dem Vorfall verhielt er sich plötzlich anders, nervös. Als er sich eines Nachts aus der Kaserne schlich, folgte ich ihm. Ich sah, wie er mit einem Fremden stritt, und als Laruvik die Eklipse erwähnte, wollte ich näher ran, aber sie hörten mich. Der Fremde floh und Laruvik griff mich mit dem Messer an. Ich wehrte mich.
Wachen hörten den Lärm und sahen mich bei seiner Leiche stehen. Warum glaubst du ihm nicht? Wir waren im Wald, haben Larowiks Bett durchsucht, mehrmals, und nichts gefunden. Also, Canova ist ein guter Mann. Ich halte ihn nicht für einen kaltblütigen Mörder. Aber für Nozar zählen nur Fakten. Und Canova hat Larowik nun mal getötet. Er bestreitet das nicht, richtig? Nein, aber da draußen sind noch mehr Eclipse. Wenn es keine Beweise für diese ganze Eclipse-Sache gibt, also, Tote kann man nicht befragen. Nozar ist mit der kommenden Gesandtschaft schon ausgelastet und will keine Ablenkung. Aber wenn du Eclipse-Soldaten siehst, die im Wald Pläne aushecken, dann sag Bescheid. Hast du bei diesem Treffen irgendetwas über ihre Pläne gehört? Nein. Aber die Lichtung liegt gleich östlich von hier, am anderen Ufer. Da haben bereits ein Dutzend Soldaten gesucht. Dort ist nichts. Ich kann Dinge sehen, die andere nicht sehen. Wenn Eclipse im Schrecken sind, finde ich sie. Vielen Dank, Leloy. Die Sonne segne dich. Danke dir. Immer mit der Ruhe, Soldat. Genau, komm doch mal runter. Das machen wir noch. Das machen wir. Aber dass es einfach morgen besser ist mit meiner Stimme und allem. Ich liebe dieses Game jetzt schon. Ah, okay, hier drin darf ich ja nicht benutzen, stimmt. Und drauf. Hier ist ein Blutbad. Das muss die Lichtung sein, in der Conova die Eclipse gesehen hat. Blutflecken. Ein guter Ausgangspunkt. Hier hat Conova wohl ziemlich sicher diese Wache getötet. Vielleicht verrät mir mein Fokus, ob hier wirklich jemand Drittes war. Ich sehe eine Menge Spuren vom Kaja-Suchtrupp. Nicht hilfreich. Hier haben wir auch noch was. Zerbrochene Äste. War jemand dort oben? Jemand oder etwas? Schwache Spuren. Sie führen von Fahrlicht weg. Mit meinem Fokus sollte ich ihnen folgen können. Mal sehen, wo sie hinführen. Vielleicht lügt Conova ja wirklich nicht. Okay. Geht auf jeden Fall hier weiter. Sachen für den Vorrat. Ich habe die Spur verloren. Es sind zu viele Maschinen unterwegs. Vielleicht finde ich die Spur ja auf der anderen Seite wieder. Natürlich alles nehmen. Jetzt sollte ich die Spur wieder aufnehmen können.
Aber wo ging sie weiter? Da hinten ist was. Also nur Teile davon, okay. Wie ja auch gesagt, auf der anderen Seite, ne? Hier sieht das Blut. Wer auch immer es war, diese Maschine hat ihm wohl eine verpasst. Mit dem Fokus sollte ich der Blutspur problemlos folgen können. Er ist wohl hoch zu dieser Brücke da. Genau. Aber wir nehmen das hier noch. Da ist er runtergegangen. Wurde ein Aussichtspunkt eingerichtet. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Verbände. Offenbar wollte der Flüchtige seine Wunden verbinden, bevor es weiterging. Ich sollte den Spuren folgen können. Wo bist du nur hin? Wieder zurück anscheinend. Dann hier hoch. Also beide gegenseitig getötet fast. Und diese Sperre, die sind echt Gold wert, die kann man gut für den Hinterhalt nutzen. Die Spur endet hier. Ist wohl in diese Höhle hochgeklettert. Mit der Wunde macht er es sicher nicht mehr lange. Er ist mit seinen Verletzungen hier hochgeklettert. Alles klar. Warum auch nicht? Man kennt's ja. Das hier sieht mir nach einem guten Versteck aus. Geil, jetzt auch Autos plündern. Ja, geil. Los, was sollen wir denn jetzt tun?
quer nach rechts. Wenn wir aufgeben, riecht der Thronräuber. Wir müssen das retreaten. In diesem Schatten finden wir. Wir sollten sie alle töten. Ob Larovik wirklich tot ist? Er ist nicht am Treffpunkt aufgetaucht. Also hat ihn diese dumme Wache getötet. Oder er hat die Nerven verloren. Dann müssen wir uns eben durch das Tor sprengen. Und was dann? Rayard war unsere Verbindung zu Vesrey. Und jetzt ist er tot. Wir finden Vesrey, wenn es sein muss. Aber erst müssen wir in Fahrlicht vorbei. Beim nächsten Wachwechsel greifen wir an. Konova hatte recht. Ich muss sie aufhalten, bevor sie noch mehr anrichten. Da kommen sie! Sie ist abgetaucht. Okay. Boom, Headshot. Schießen. Da, seht ihr sie? Schieße aus der Distanz. Es ist noch nicht vorbei. Zurück. Los. Damit kommst du nicht davon. Jetzt hat sie Probleme. So. Viel dazu. Klingt, als wären jenseits des Schreckens noch mehr Eclipse. Wenn dieser Reihe die einzige Verbindung war, könnte er einen Fokus haben. Damit könnte ich sie finden. Das da ist wohl Rayard. Ich hatte recht. Rayard hat einen Fokus. Treue Eclipse, wenn ihr das seht, habt ihr das Sonnenreich verlassen. Auf der Suche nach etwas, dem ihr folgen könnt. Eure Reise endet bald. Folgt der Sonne bis hinter die Tore von Fahrlicht, wo strahlende Eroberung euch erwartet. Ein neues Imperium. Ich muss diesen Vesrey suchen und sein neues Eclipse-Imperium vernichten, bevor es entsteht. Da sind Koordinaten, jenseits von Fahrlicht.
Rayards Maske sollte reichen, um Konovas Unschuld zu beweisen. Ich sollte sie nach Fahrlicht bringen. Oh nein. Na, haben wir doch noch überlebt. Harte Landung. Erstmal ein Vorabkühlen hier. Ja, aber noch was. Das ist ein Wasserfall. Aber ein kleiner. Nichts Wildes also. Warum sollte ich mir Wildtiere markieren? Die jage ich doch sofort. Würde sie ja da. Ich sollte zu Fuß gehen. Da drin muss nun wirklich keine Maschine herumtragen. Ja, ja, ist doch gut, ey, Leute. Falsch. Eine Art Krankheit hat ihr Land befallen. Da ist Erend. Er hat wohl einiges Intus. Wir hatten auch eben schon mit Erend gesprochen. Achtung, Soldat. Sie ist zurück. Aloy. Schon was rausgefunden? Eclipse-Flüchtlinge haben am anderen Waldrand kampiert. Und sie waren bereit, sich durch Fahrlicht zu kämpfen. Du hast viele Leben gerettet. Aloy, du weißt, ich glaube dir. Aber nur Saar, ihn werden Worte allein nicht überzeugen. Will er einen Beweis? Zeig ihm die hier. Und sag ihm, dass Konova sein Leben riskierte, um einen Eclipse-Spion zu enttarnen und zu eliminieren. Ha, du bist wirklich seine Retterin. Herzlichen Glückwunsch, Soldat. Du kommst hier raus, sobald ich das mit dem Stab geklärt habe. Ich werde die hier nur Saar bringen. Das war's dann? Das Ende der Eclipse? Beinahe. Diese Eindringlinge, die es vor Wochen durch Fahrlicht geschafft haben. Ihr Boss ist gefährlich. Er ist da draußen, im verbotenen Westen. Und stellt eine Armee auf. Sonne und Schatten, du willst da raus und ihn aufhalten? Ich versuch's. Ich will helfen. Ich kann kämpfen. Das weiß ich doch. Aber du hast viel durchgemacht. Genieß deine Freiheit, wenn du hier raus bist. Hast verdient. Mach sie platt, Retterin. Ja gut, liebe Leute. Ich muss erstmal noch speichern. So, das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Morgen früh geht es dann weiter. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Heute ein kleiner, aber feiner Stream. Bis tomorrow. Ciao, ciao.